Herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 19. April 2020. Ich bin Till und ich begrüße per Internet fernmündlich zugeschaltet Oliver und Martina. Hallo. Hallo. Hallo Leute. Wie immer an dieser Stelle muss ich euch sagen, dass wir uns unglaublich darüber freuen würden, wenn ihr uns Kommentare und Anmerkungen, Kritik, Hass und Liebe auf manglaubtesnicht.wordpress.com schickt. Ich habe mich mit dem Thema digitale Ethik etwas beschäftigt. Es gibt da ein Buch von der Sarah Spiekermann, das auch wirklich so heißt. Das ist eine Wirtschaftsinformatik-Professorin von der WU Wien. Also die kommt eher aus dem technischen Bereich und hat jetzt eben ein Buch zu diesem Thema geschrieben, digitale Ethik. Worum es da geht, können wir ja gleich nochmal besprechen. Ich habe mir das mal angeschaut, das Buch. Und interessant finde ich, dass dieses Thema Ethik insgesamt im Bereich jetzt so IT, Design, User Experience, dass das so zunehmend wichtig wird. Also da gibt es jetzt Tools, viele Bücher, ne, die sich irgendwie ethisch nennen. Es gibt Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, und das finde ich schon einen interessanten Trend, weil wenn sich jetzt plötzlich eben Techniker und Designer damit beschäftigen, scheint da ja irgendwie schon ein Mangel zu sein oder irgendwas scheint da zu sein, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe gesehen, es gibt ein Buch von dem Christian Hofmeister, bevor ich zu der Sarah Spiekermann komme. Mit dem habe ich mich jetzt noch nicht so auseinandergesetzt. Das heißt, das ist ein Kommunikationswissenschaftler und auch eher jemand, der so BWLer ist, ne, Digital Business Modeling macht, solche Sachen. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Google Unser, also in Anspielung auf das Vater Unser. Und er schreibt in diesem Buch, oder er versucht in diesem Buch zu beschreiben, was ich ja bisher erst quer gelesen habe, ich kann es gerne nochmal dann fürs nächste Mal vorstellen, welche Parallelen es da gibt bei den großen Tech-Unternehmen und den Religionen. Wir hatten das ja auch schon mal mit so Umweltorganisationen. Also da versucht er auch so eine Parallele herzustellen, wie die halt so sich gewisser Techniken bedienen und auch wie die Tech-Jünger, ne, dann eben da entsprechend auch reagieren. Ne? Er nennt da so Firmen wie Google und Facebook und so weiter. Und kommt zu dem Ergebnis, deswegen sage ich das jetzt hier schon mal, oder ein Ergebnis von ihm ist, dass, ich zitiere jetzt mal, ne, was er hier schreibt, insofern war Steve Jobs vielleicht wichtigste Innovation weder der iPod noch das iPhone, sondern die Verbindung von Sinnsuche und Weltverbesserung mit der digitalen Technologie. Mit dieser Beseelung der Technologie scheint er eine ganze Generation von Informatikern, Hackern und Unternehmensgründern in der Bay Area beeinflusst zu haben. Unter ihnen Mark Zuckerberg und so weiter. Also seine Argumentation ist, also Steve Jobs hatte eine Ideologie, auch eine sehr starke, und die hat er auch umgesetzt in seinem Unternehmen und in seinen Produkten. Und er unterstellt das auch dem Mark Zuckerberg. Können wir uns ja nochmal genauer angucken. Also diese Ideologie dieser Person steckt auch in der Technologie drin und in den Unternehmen. Also ist das dann ein bewusster Vorgang, dass die das mit Absicht in ihre Produkte einbauen? Oder ist das mehr sowas, dass sie davon beeinflusst sind, ohne das jetzt direkt explizit in die Produkte einzubauen? Nein. Also nach seiner Theorie ist das explizit und bewusst, okay, dass sie das so machen. Wie gesagt, das ist jetzt seine These. Ich kann mir das gerne nochmal genauer anschauen, was er da macht. Es wird, also meiner Meinung nach, es ist eine Mischung. Wir kommen jetzt ja mal zu der Sarah Spiekermann, die ist da ein bisschen, argumentiert da ein bisschen anders. Aber was man, glaube ich, sagen kann oder was ich auch sagen würde, was man auch sehr gut zeigen kann, ist, dass Technologie nicht wertfrei ist oder dass die nicht neutral ist und dass dann natürlich immer etwas von denen, die sie kreieren, mit einfließt, ne? Sowohl vom Designer als auch von dem, der die Technik nachher macht. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber diskutieren. Zumindest das ist ja ein Anlass dafür, eben dieses Thema so aufzugreifen, dass man eben sieht, es gibt schon unterschiedliche Wege, wie man Technologie umsetzen kann oder designen kann. Und die haben dann eben Auswirkungen nicht nur darauf, wie schnell ich jetzt eine Google-Suche mache, sondern eben noch auf viele andere Dinge, die nicht mehr so in den engen Kreis eigentlich der Technologienutzung oder des täglichen Lebens oder der Arbeit reinfallen, sondern die viel umfassender sind. Kommen gleich noch so ein paar Beispiele. Also die Sarah Spiekermann im Gegensatz zu dem Christian Hofmeister,
sagt, Werte jenseits des Börsenwerts spielen im Silicon Valley bis heute keine Rolle. Also sie argumentiert, dass es rein nur um das Geld geht. Das steht im Vordergrund und dafür wird alles gemacht. Und sie hält es für falsch, weil sie denkt, dass andere Werte, da sagt sie auch einiges zu, was für sie Werte sind, auch eine wichtige Rolle spielen sollten in Technologie, um eben Fortschritt zu kreieren und es nicht nur eben um diese Geldvermehrung gehen kann. Sie sagt, alles, was da an Sinn noch aufgefropft wird, eben das, was der Christian Hofmeister da eben beobachtet, wird nur gemacht, um besser verkaufen zu können. Also dieser Sinn über das Geld hinaus wird da eben nur drüber gelegt, ne, um besser zu verkaufen oder im Zweifelsfall sich besser zu fühlen. Naja, damit es beim Publikum besser resoniert und es dann eigentlich doch am Ende um die Börsenwerte geht. Das ist erstmal ihre Theorie. Also die Sarah Spiekermann war selber im Silicon Valley, so Anfang der 2000er Jahre und hat da halt in der Tech-Branche auch gearbeitet. Also ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber ich glaube, sie ist schon so eine Insiderin oder sie hat schon so ein gewisses Insiderwissen und ist auch recht bekannt in ihrem Feld. Sie erzählte ein Beispiel aus ihrer Lehrtätigkeit, ich erzähle das mal kurz, vielleicht um so deutlich zu machen, was sie meint. Ich finde es so ein bisschen, ja, können wir ja gleich drüber sprechen, was mit dem Beispiel ist. Jedenfalls gibt sie ihren Studierenden, das sind ja Wirtschaftsinformatiker oder Informatiker, die Aufgabe, sowas Ähnliches wie Foodora zu kreieren. Also so ein Geschäftsmodell, eine Geschäftsmodell-Roadmap zu machen für sowas wie Foodora, also so ein Lieferdienst, der irgendwie mit Fahrrädern ganz flexibel funktioniert. Und sie sagt dann, und weitere Vorgaben gibt sie denen eigentlich nicht, den Studenten und Studentinnen. Und dann kommt dann immer sowas raus, wie dass der Algorithmus dann ganz viele Daten einsammelt, um dann noch schneller die Fahrradkuriere zu schicken. Ne? Und man kann dann noch besser die Kunden kennenlernen und denen dann noch besser Werbung einspielen und so. Also es ist ein bisschen so archetypisch, also ein bisschen vielleicht so ein bisschen sehr in eine Richtung argumentiert. Aber das ist das, was da meistens rauskommt. Also die reizen halt die Technologie so auf, dass sie dann möglichst viel Gewinn bringt, viel verkauft und sehr effizient ist. Dann sagt sie, sie spricht mit ihren Studierenden nochmal eben über Werte, also was man eben auch neben der Gewinnmaximierung verfolgen könnte mit so einem Service. Und lässt sie dann nochmal diesen Service designen oder kreieren und dann kommen da ganz andere Lösungen bei raus. Also nicht nur so ein Algorithmus, der für Effizienz sorgt, sondern eben solche Funktionen wie, dass die Gemeinsamkeiten unter den Fahrradkurieren gefördert werden oder dass die Fahrradkuriere, die sich auch sportlich fit halten wollen, dann eben bestimmte Routen vorgeschlagen bekommen, wo sie dann eben sich auch fit halten können. Oder es wird Essen vorgeschlagen, was besonders gesund ist und so weiter. Also ich glaube, ihr merkt, in welche Richtung das gehen kann. Also dass man nicht nur den Wert der Gewinnmaximierung ansetzt für so ein System, sondern eben auch sowas wie vielleicht Gesundheit und Freundschaft oder freundschaftliche Begegnungen und sowas. Und sie sagt, es kommen dabei ganz andere Systeme raus und es kommen sogar viel innovativere und auch unterschiedlichere Systeme dabei raus, wenn man halt diesen Blick verschiebt. Ja, das ist ja interessant, aber irgendwie auch natürlich logisch, ne? Wenn man eine andere Zielsetzung an so ein Projekt gibt, dass das dann anders gebaut wird. Weil im Grunde genommen sind das ja Zielsetzungen, die man dann dem Endergebnis zugrunde legt, oder? Also Werte sind dann auch Zielsetzungen am Ende. Also wenn man sagt, ja, eine Zielsetzung ist dann die Gesundheit zu optimieren oder die Freundschaft zu optimieren, ist das dann... Ja, wobei sie das nicht vorgibt. Also es gibt nachher noch so eine Lösung dafür. Also die ist wirklich interessant, was sie dann da schreibt, was man eigentlich tun sollte in der Wirtschaft. Aber sie sagt sie gibt ja die Werte nicht vor, sondern jeder muss erstmal erforschen, was sind denn wichtige Werte für mich, für mein Unternehmen und vielleicht für mein Umfeld oder für die Zielgruppe. Okay. Also dieses Werte aufdecken und sich der Werte bewusst werden und auch wirklich mal überlegen, ja, was bedeutet denn jetzt dieser Wert wirklich? Oder wie kann er denn mein Verhalten steuern? Darum geht es ja eigentlich. Woran kann ich mich orientieren? Das ist halt so dieser erste Punkt. Okay, und sie sagt damit, das ist auch das, was den Studierenden dann am schwersten fällt, sich erstmal das bewusst zu machen
Und ich fand jetzt, sie geht dann in dem nächsten Kapitel darauf ein, was überhaupt Werte sind, was Tugenden sind. Also diese ganzen Wörter, wenn man Studierenden mit dem Wort Tugend irgendwie konfrontiert, ich glaube, das finden die ganz altbacken und komisch. Und mir ist dazu eingefallen, ist dann Anhängerin der, ich bin jetzt kein Philosoph, ne, der Wertethik Scheelers, die sich damit auskennen, werden den Namen mit Sicherheit kennen. Das ist die materiale Wertethik. Für den sind, vielleicht nur kurz, so wie ich es verstanden habe, für den sind halt Werte wirklich was halt in der Welt steht, auch unabhängig von Menschen erstmal. Also es gibt bestimmte Werte, die sind existent. Ah. Und es gibt auch eine gewisse Rangfolge unter den Werten. Also die haben gewisse Prioritäten. Es gibt Werte, die sind wichtiger und es gibt Werte, die sind weniger wichtig. Und das hängt nicht immer nur vom Einzelnen ab und von der Gesellschaft, sondern... Also die sind in der Welt, auch wenn es die Menschen nicht gäbe? So wie ich es verstanden habe, ist das, was er sagt. Ob die in der Welt wären, wenn es die Menschen nicht gäbe, das weiß ich nicht. Aber die wären in der Welt, auch wenn sich kein Mensch dafür interessieren würde. So habe ich es verstanden. Ah ja, okay. Also für ihn ist das, geht es darum, eben diese Werte zu entdecken und intuitiv zu erfahren. Das ist alles so ganz weich, ne? Also das sind nicht so harte Kriterien. Also das ist nicht empirisch oder so, sondern das ist was man intuitiv erfahren muss, diese Werte. Also wie gesagt, ich bin da, wenn ich jetzt hier falsche Sachen erzähle, bitte gerne kommentieren. Ich habe es so verstanden. Ich kann es hier mal gerade zitieren. Ja, aus Scheelers Arbeit 1913, der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Werte sind als Wertphänomene echte Gegenstände, die von allen Gefühlszuständen verschieden sind. So, Gegenstände? Ja, das meint er natürlich jetzt nicht materiell, sondern auch immateriell. Ne? Ja, ja, schon klar, aber es ist interessant, das so zu formulieren, weil das nochmal verstärkt, dass diesen Aspekt, dass die ja auch da sind, wenn sich niemand dafür interessiert. Ne? Darauf bin ich noch nicht gekommen, das finde ich interessant. Also hier, das ist hier aus der Wikipedia über Max Scheler. Ich lese mal gerade weiter. Werte sind klare, fühlbare Phänomene. Ob ein Wert richtig ist, entscheidet die innerlich gefühlte Werte-Evidenz. Heißt so viel wie, Werte stehen für sich selbst, die sind nicht auf anderes zurückzuführen. So ähnlich wie die Farbe Gelb nicht auf andere Farben zurückgeführt werden kann. Stimmt nicht, ist glaube ich nicht aus Wikipedia. Jetzt bin ich unsicher, doch ist doch aus Wikipedia. Und nicht aus dem Spiekermann mein Buch. Entschuldige, du hattest ein Datum dazu gesagt, eine Jahreszahl. 1913 ist das Buch von Max Scheler erschienen. Das heißt, er hat sich das gedacht, dass mehr Werte irgendwie eine universelle Gültigkeit haben und dass jeder drauf kommt, der darüber nachdenkt, vor den Weltkriegen, ja? Ja, aber Seine Lehre ist durchaus, das ist jetzt nicht veraltet oder so, wie gesagt, ich bin da kein Spezialist für, aber diese materiale Wertethik ist scheinbar ein sehr... in diesem Bereich halt nach wie vor präsent und wird weitergeführt von anderen Forschern und Philosophen. Also das ist da nicht untergegangen oder so, sondern das ist eben ein Strang, der scheinbar der formalen Wertethik, ich begebe mich jetzt wirklich aufs Glatteis, das ist nicht so mein Bereich, von Kant entgegensteht. Also das sind so zwei, die sich da in die Quere kommen. Aber das ist nichts, was jetzt nach den Weltkriegen untergegangen ist, sondern das wird natürlich kritisiert und auch diskutiert, wie alles. Aber das ist nicht untergegangen. Okay, das ist interessant. Interessant ist jetzt, oder auch, ich bilde mir ein, zumindest zu sehen, warum die Sarah Spiekermann das benutzt. Die ist Wirtschaftsinformatikerin. Wenn man über Werte spricht, ist das noch recht klar zu begreifen. Wenn man ein bisschen über Kant liest, finde ich persönlich recht schwierig. Aber die sind in der Welt und die kann man irgendwie wie die Farbe Gelb sehen oder auch nicht. Und dann kann man die bewerten. Das ist ja recht zugänglich. Jemand, der vielleicht eher aus der BWL kommt, wäre meine Interpretation. Und die ist ja auch, aber wie gesagt, es gibt auch Philosophen und andere Leute, die Anhänger sind von dieser Philosophie. Aber warte mal, jetzt muss ich nochmal eine Verständnisfrage stellen. Wenn das die These ist, die Werte sind in der Welt, unabhängig eigentlich von uns so ein bisschen, aber ist das dann so, dass die Aufgabe für jeden Mensch ist, sich aus den Werten, die es gibt, welche rauszusuchen, die man dann als gut empfindet und die verfolgt und andere halt als nicht verfolgenswert einstuft und sein Leben nicht darauf basiert? Ist das genau so? Ja, so ist das. Ah ja, okay. Ja, und es gibt da
auch eine gewisse Hilfestellung für die Priorisierung von Werten, nämlich, ich kann dir ja mal sagen, einmal die Dauerhaftigkeit, also wie lange ist dieser Wert gültig oder bedeutungsvoll, dann die fundamentale Bedeutung, fördert sie den sozialen Zusammenhalt, verschafft ihr eine tiefe Befriedigung und das Letzte ist die Absolutheit. Wow. Ja, also gilt der absolut. Beispiel ist sowas wie die Menschenwürde. Das muss halt scheinbar nicht auf alle Werte zutreffen, ne? Aber wenn man jetzt nicht genau weiß, soll ich jetzt lieber auf Gewinn gehen oder soll ich lieber den Umweltschutz noch ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken, könnte man eben kann man diese Liste mal durchgehen und sich da Orientierung verschaffen, was vielleicht das wichtigere Ziel ist in der digitalen Ethik, wenn man hier anders denken möchte. So, also das ist so ein bisschen der Hintergrund, das ist das, was sie eben dann ihren Studierenden erzählt und so die Basis der Werte, auf die sie sich da bezieht. Also das heißt, ich muss mir selber meiner Werte klar werden, kann die hier priorisieren und kann die dann entsprechend sollte die dann entsprechend berücksichtigen, wenn ich ein Tech-Unternehmen bin oder ein Designer. Wir kommen nachher noch dazu, was sie eben entsprechend da empfiehlt. Interessant fand ich auch, was sie sagt. Es gibt ein Kapitel zum Transhumanismus, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Da nennt sie den Transhumanismus eine Ideologie der Lieblosigkeit. Das fand ich interessant, überhaupt dieses Wort. Ich finde es echt spannend, dass in so einem BWLer, Wirtschaftsinformatiker-Kontext solche Wörter wie Liebe und Werte und Freundschaft und so, dass das so hoch gehangen wird, finde ich irgendwie spannend, jetzt mal ohne Wertung. Ich weiß noch gar nicht so genau, was ich davon halten soll, aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Also eine Ideologie der Lieblosigkeit. Ich zitiere nochmal aus dem Buch. Tief hat sich in die Köpfe der heutigen Wissenschaftseliten das von Günther Anders vorausgesagte Denken vom Menschen als eines antiquierten Wesens eingewoben. Viele empfinden den Menschen mitsamt seinen natürlichen Anlagen als suboptimal, dumm und unglücklich. Sie glauben, man müsse ihn verbessern und gemäß dem Versailler-Stil wie einen Buchsbaum stutzen und so weiter. Sie haben keinen Respekt. Ja, ist krass, ne? Sie haben keinen Respekt vor der Würde des Menschen, wie er ist, mit all seinen liebenswerten Schwächen, Behinderungen und Einzigartigkeiten, die im Paradies die Vielfalt des Seins ausmachen. Ja, aber das ist doch Kulturkonservativismus. Also ihr sagt jetzt einfach, das ist doch, ich ist ja auch nicht viel anders, wenn der Papst mit seinem Naturrecht rumargumentiert. Sie sagt, es gibt eine Art, wie die Menschen sind und alle anderen verstehen das falsch und ich verstehe das richtig. Also das halte ich für, ja, klar kann man das glauben, aber das ist jetzt nicht, da muss ich jetzt kein Buch drüber schreiben. Also zu sagen, man soll lieber sein wie früher, weil da war es richtiger und was die komischen Leute da, Humanisten, Transhumanisten, was auch immer für Sachen erfinden, das ist halt, das ist unnatürlich. Ja, ich glaube, sie meinen Diskussion nicht weiter. Ich finde das auch durchaus ja komisch. Ich habe mich auch gefragt, ob bei ihr auch sowas Religiöses irgendwie noch mitschwingt. Ich hatte manchmal den Eindruck, kann ich aber jetzt nicht sagen. Paradies, die sagt Paradies. Ja, aber ob das wirklich religiös ist, spielt ja keine Rolle. Oder ob das nur pseudo-religiös ist. Aber es ist schon so, ja, es gibt, wie die Menschen wirklich sind. Und dem, ja. Ja, aber was sie meint, das wird jetzt vielleicht aus diesem Abschnitt vielleicht zu wenig deutlich, aber ich finde das auch komisch, also wie sie hier argumentiert. Was sie aber kritisiert, ist halt, dass die Maschinen so glorifiziert werden und der Mensch im Gegensatz dazu eben als minderwertig angesehen wird. Also sowas wie so eine Google-Suchmaschine, das ist irgendwie eine geniale künstliche Intelligenz. Und der Mensch ist im Grunde halt so, viele Menschen sind halt so nur dazu da, diese künstliche Intelligenz dann irgendwie zu trainieren, indem sie dann nach irgendwelchen doofen Sachen googeln. Aber das stimmt doch gar nicht. Wer behauptet denn sowas? Das wollte ich auch gerade fragen. Diese Meinung habe ich ja noch nie gehört. Sie sagt die Silicon Valley-Leute. Sie sagt, das ist halt das, was eben in den Tech-Unternehmen so ist. Man möchte halt von den Leuten in erster Linie das Geld haben und der Rest ist einem egal. Und man schätzt die auch nicht. Es ist denen auch egal, es ist einem auch egal, wenn die ihre Würde verlieren. Oder es ist auch egal, wenn einer da bloßgestellt wird oder wenn einer seine Freiheit verliert oder wenn man die Leute abhängig macht von Interaktionen oder von irgendwelchen Apps oder von irgendwelchen Benachrichtigungen. Es ist denen einfach egal, weil die nicht darauf gucken.
Ja, aber das ist doch immer so. Ich meine, das ist doch... Ja, nee, das ist der Punkt. Nee, das ist der Punkt. Ist es immer so und muss das immer so sein? Und sie sagt ja, nein, das sollte so nicht sein und das muss auch nicht so sein. Es kommt dadurch, wir haben uns schon so daran gewöhnt, dass alle so denken... Aber das hat was also sie sagt, es hat was mit der Aufklärung zu tun. Wir haben uns schon so daran gewöhnt, so zu denken, dass nur so Fortschritt entstehen kann. Und das sind Kollateralschäden. Ja, dann hängen die Kinder halt alle vom Handy. Ich sag's jetzt ein bisschen pathetisch, ja. Aber dann sind jetzt die Leute halt nur noch am Rechner und so, ne? Also, dann ist es halt so. Ja, dann spielen die Leute den ganzen Tag Candy Crush. Ja, selber schuld. Okay, einverstanden. Es ist also nicht schon immer so und überall, aber dann versuchen wir es so. Andere Branchen sehen das doch auch so. Welche Branchen denn? Was weiß ich, der Rewe. Die über ihre Supermärkte aufmachen, bis es keinen anderen Supermarkt mehr gibt und sie sagen, wir haben alles und du brauchst gar keine Vorratshaltung machen. Ja, aber der Rewe, ja, aber das, also sie argumentiert jetzt auch hier, das habe ich jetzt ein bisschen ausgelassen. Sie argumentiert, dass das Digitale gewisse Qualitäten hat oder eine Natur. Und ohne die jetzt irgendwie durchzugehen, kann ich gleich nochmal sagen, ohne da ins Detail bei diesen Qualitäten zu gehen, ist es halt so, dass das Digitale natürlich viel stärker durchgreift auf unser Leben als ein Supermarkt. Also ein Supermarkt gehst du, dann kaufst du da einer, gehst du wieder nach Hause. Okay. Doch. Also das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass die digitale Transformation deutlich größere, weitreichendere Konsequenzen hat, als die Leute sich das vorstellen, zum Beispiel sämtliche Leute aus dem deutschen Mittelstand, mit denen ich hier gesprochen habe. Ich glaube, dass das deutlich bedeutender ist, als wir uns vorstellen. Aber die erste industrielle Revolution war jetzt ja auch nicht ganz ohne, ne? Die dazu geführt hat, dass wir hier diesen bequemen Supermarkt haben, wo wir für 10% unseres Gehaltes so viel Essen kaufen können, wie wir wollen. Und Taschentücher, viele Taschentücher. Wie ich die Taschentücher eh haben wollte. Genau, nur gerade nicht. Aber prinzipiell schon. Ich weiß nicht genau, wo ich damit hin wollte, aber ich glaube, das ist nicht einzigartig. Doch. Das ist auch für Industrie. Ja, okay. Ja, ich weiß es, also ich weiß ja, es gerade. Natürlich auch nicht. Aber mir scheint es schon, klar hat das große Auswirkungen, ne? Telekommunikation ja auch, ne? Oder überhaupt die Industrialisierung mit den Fabriken. Das wissen wir ja auch, was das für soziale Folgen hatte. Und das ist auch gut, es hatte gute und schlechte Folgen jedes Mal, aber mir scheint es, vielleicht sind wir auch gerade in dieser Transformation und wissen noch nicht genau wohin, aber dass hier es ist schon eine spezielle Qualität, die das Digitale hat, weil es auch wirklich jeden Bereich umfasst, jeden Bereich. Es dringt überall ein und das war doch bei den vorigen Revolutionen nicht so stark so. Das Leben, wie wir das heute leben, hat ja schon noch auch sehr viel Ähnlichkeit mit dem Leben, was wir gelebt haben, bevor die digitale Revolution kam. Aber es hat praktisch keine Ähnlichkeit mehr mit dem Leben, was wir gelebt haben, bevor die erste industrielle Revolution kam. Was der Oliver sagt, finde ich total einleuchtend. Diese Supermärkte und alles auf dieser Schiene ist doch, also ich kann doch nur tagsüber meinem Beruf nachgehen und dann abends ein bisschen einkaufen und was Fertiggericht kochen und mein Leben so einrichten, wie ich es einrichte, weil es durch diese industrielle Revolution möglich geworden ist, halt in Blitzeseile für winziges Geld ganz schnell überall verfügbar, ja, zum Beispiel Lebensmittel, klar, zu haben oder eine Heizung, ja, oder Strom und Licht und ein Herd und alles in meiner Wohnung und alles, wie ich mein ganzes Leben einrichte, basiert doch darauf. Ich habe eine Wohnung und da ist alles und dann gehe ich zum Einkaufsmarkt und so weiter. Also ja, aber das ist ja nicht der Punkt, dass jetzt die Digitalisierung irgendwie schlecht wäre oder nur Böses bringt. Das ist ja gar nicht der Punkt hier. Also klar gab es auch bei der Industrialisierung, gab es nachher auch Diskussionen und ja sogar Klassenkämpfe. Da musste auch um Rechte und um Werte und um alles Mögliche gekämpft werden. Das gibt es halt immer in so einer Transformation. Ne? Ich glaube, du musst mir nochmal erklären, ich bin ein bisschen langsam heute. Erstens, was ist denn überhaupt Digitalisierung in Ihrem Sinne? Und was macht das spezifisch? Und was ist eine spezifische digitale Ethik? Was ist Digitalisierung in Ihrem Sinne? Digitalisierung in Ihrem Sinne ist, wenn man bestimmte, also ich habe es jetzt nicht als Definition hier, aber alles, was du halt über den Computer und über das Internet erledigst. So in dem Moment, wo du halt in diesen Bereich der Nullen und Einsen reingehst, ne, also dich mit digitalisierten Inhalten und Prozessen auseinandersetzt, die benutzt oder die auch herstellst, das ist nach meinem jetzt umgangssprachlichen Verständnis das, worüber sie hier spricht. Okay.
Ja, und es geht noch ganz kurz, und es geht natürlich auch in diesen Bereich der Big Data, also der Maschinen, die viel Daten sammeln. Es geht auch um Algorithmen und es geht auch um künstliche Intelligenz, ne? Also das sind ja so die großen Themen, die auch als Aufhänger oft dienen, um eben über Ethik und Werte dann zu sprechen, weil man hier den Eindruck hat, es geht einem halt, man muss hier jetzt eben über Werte nochmal sprechen, weil es einem vielleicht sonst außer Kontrolle gerät. Ich sage ja nicht, dass es so ist. Ich sage erstmal so, dass, glaube ich, viele Leute das Gefühl haben, dass es so sein könnte. Bei autonomen und intelligenten Maschinen zum Beispiel. Hat jetzt schon mal jemand eine autonome und intelligente Maschine gesehen? Ich nicht. Ich weiß nicht. Ist Google sowas? Nein. Und Alexa? Nein. Und der Tesla selbstfahrend? Tut er nicht. Ja, aber wenn das aber auf dem Firmengelände ist? Ja, aber es gibt ja einen Grund, warum die das nicht hinkriegen mit den selbstfahrenden Autos. Der dümmste Mensch kriegt einen Führerschein, ja. Es ist also wirklich kein Problem, Führerschein zu kriegen. Aber einigermaßen Auto zu fahren. Und die Maschinen kriegen das nicht hin. Seit ungefähr 2008 oder 2010, ich weiß das nicht mehr ganz genau, wird uns die Ankunft des selbstfahrenden Autos vorhergesagt und die liegt immer anderthalb Jahre in der Zukunft. Und seit diesen 10 Jahren liegt das immer noch anderthalb Jahre in die Zukunft. Es ist viel schwieriger, als die Leute sich das vorstellen. Ein Tesla oder was auch immer für ein Auto im Kreis fahren zu lassen, ohne dass es einen Unfall baut, ist relativ einfach. Aber in dem Moment, in dem das wirklich in allen Situationen unglaublich schnell reagieren muss und sämtliche Formen von Sensorinput verarbeiten kann, das ist eine Situation, die kriegt keine Maschine hin. Das kann sein, dass das mal geht, irgendwann, weiß nicht, keine Ahnung, aber im Moment, ich sehe das überhaupt nicht, auch nicht am Horizont. Okay, also es müssen auch gar nicht diese großen Themen sein. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein Anlass dafür, dass viele Leute da so Angst vor haben und drüber nachdenken. Aber jetzt diese Bewegung, wie gesagt, im Design und User Experience und Technik vielleicht auch ein bisschen, das sind eher kleinere Sachen. Also ich kann jetzt ja mal sagen, die Natur des Digitalen, die sich hier aufführt, ne? Also einmal die Unvollständigkeit. Du hast halt nicht alle Informationen, die du hast, wenn du in der realen Welt irgendwas erlebst oder jemanden triffst. So ein Beispiel dazu ist so Big Data, wie man darüber halt die Zukunft vorhersagt. Das stimmt halt in der Regel nicht, ne? Also klar kann man das irgendwie fortführen, aber da fehlen halt Informationen. Die Leute glauben aber, dass die Maschinen, so ihre Theorie, die Leute glauben aber, weil das Maschinen sind und weil das Algorithmen sind, dass die viel besser inzwischen die Zukunft voraussagen können oder sogar meine Persönlichkeit beschreiben können. Da gibt es ja auch Leute, die das sagen, als ich das kann oder meine Mutter das kann oder meine Schwester das kann. Das andere ist so eine Art Schattenboxen. So nennt sie das. Also wenn ich so eine SMS bekomme, SMS ist ja auch schon antiquiert, ne, WhatsApp oder was, so eine Nachricht bekomme und das... Du kriegst ein TikTok. Ja, oder ein TikTok bekomme ich jetzt nicht, aber ich habe es zumindest mal gesehen. Wenn man sowas bekommt, also das kenne ich auch sehr stark aus meinem Umfeld, dass man dann 3000 Interpretationen sich überlegt, was der andere da vielleicht gemeint hat und sich da alles Mögliche vorstellt. Und wenn man dann einmal mit dem spricht und den trifft, dann erledigt sich das schon fast in dem Moment, wo man sich sieht. Also das hat was mit dem digitalen Unvollständigkeit, ne? Hat damit zu tun. Dann nennt sie die gespaltene Natur, Form und Inhalt. Also das Beispiel von ihr ist, dass in der analogen Welt Form und Inhalt oft zusammenfallen. Also wenn jemand, ich sage jetzt mal ihr Beispiel, ist vielleicht ein bisschen profan, aber es wird zumindest klar, wenn bei ihr einer eine Klausur schreibt und er schreibt halt schon so total krakelig und mit ganz vielen Rechtschreibfehlern und so total schlampig, kann sie oft davon ausgehen, dass der Inhalt vielleicht auch nicht ganz so gut ist. Ich nehme jetzt mal ihr Beispiel, das ist nur, um das zu verdeutlichen. Während wenn man ein digitales Dokument bekommt, ne, kann das halt erstmal auf den ersten Blick total super aussehen. Außerdem sehen die auch alle gleich aus, ne, das kann ich jetzt bestätigen. Und der Inhalt passt dann aber gar nicht zu dieser Form. Sie sagt, ich sage das jetzt sehr verkürzt, sie sagt, dass das zum Beispiel diese Fake News befördert, weil man das gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Alles kommt in gleicher Form daher und unterscheidet sich entsprechend nicht mehr so, dass man das wahrnehmen kann als Mensch, der sich das anguckt. Also das würde ich aber fast auch schon in das davor einordnen, dass einem einfach gewisse Kontextinformationen fehlen, dieses Nicht-Vollständig-Sein, was man bei der WhatsApp gerade gesagt hat. Das ist eigentlich das sehr ähnlich schon, ne?
Ja, ich denke auch, dass das bestimmt ineinander greift. Ich sag mal, den nächsten Punkt, den sie nennt, Fehleranfälligkeit. Also klar haben die Fehler, schon mal ein Bug und so weiter, ne, oder dass irgendein System nicht funktioniert. Sie argumentiert, dass man das nicht kennt von Maschinen, wie sie früher waren, weil die waren entweder kaputt oder die haben funktioniert, aber die hatten nicht plötzlich irgendeinen komischen Bug. Also wie die Leute das halt empfinden. Und jetzt gibt es so eine Kultur, dass halt Beta-Versionen ausgerollt werden, also diese Systeme überhaupt nicht fertig sind und man eben darauf baut, dass dann die Leute Fehler melden, also unfertige Software, die teilweise auch dadurch gefährlich sein kann, im kleinen oder im größeren, ausrollt. So, wie gesagt, ich sag mal, was sie da sagt. Dann, Oliver schüttelt schon vehement mit dem Kopf. Ich gehe mal alle durch, dann kannst du ja das kommentieren. Dann das nächste ist, die haben, das Digitale hat so ein gewisses Eigenleben, ne? Also das meldet sich von alleine. So ein Supermarkt, der ist halt da, ne? Und dann geht man dahin. Aber das Handy, da kommt eine Nachricht rein und dann bimmelt das und dann blinkt das und so, ne? Also im Zweifelsfall meldet sich das selber. Und in den Apps gibt es ja auch ganz klare Mechanismen. Das ist zum Beispiel dieser eben ein wichtiger Punkt, diese Attention Economy, ne? Dieser Kampf um Aufmerksamkeit, das ist das, was im Design so vorherrschend ist, ne? Diese ganzen Unterbrechungen des Tages und diese Aufmerksamkeit, die die Systeme die ganze Zeit haben wollen, ne? 300, ich weiß nicht, 300 WhatsApp oder was bekommt so ein Teenager jeden Tag? 300, 400 WhatsApp? Ja, ne? Und dann gibt es ja eben solche, mal als Beispiel, dann gibt es ja diese Streets, ne? In welcher Software ist das nochmal? Bei Snapchat, glaube ich, oder Best Friends, wo man jeden Tag, also man ist mit dem Best Friend, man kann das nicht angeben, man ist mit dem Best Friend, mit dem man ganz viel hin und her schickt. Das heißt, die müssen die ganze Zeit hin und her schicken, um eben im Ranking noch mit ihrem Best Friend Best Friend zu sein. Das sind ja Mechanismen, die sind ja aktiv da reingebaut, um Leute bei der Stange zu halten. Aber gut, das sind jetzt mehr so diese Details, ne, in denen es um die es im Design geht, also Eigenleben, die unterbrechen einen und die mischen sich ein und so, melden sich von alleine. Und dann nennt sie als letztes den sogenannten Saft des Digitalen. Also damit meint sie, dass das Digitale halt ein verstärktes Feedback gibt. Also ich kann das beobachten bei einem Kind, ne? Ein Kind, das so ein Puzzle macht, dann ist nachher die Belohnung, wenn es das analog macht, ah, das Puzzle ist zusammengesetzt, ne? Und die Mama sagt, oh, das ist ja super. Aber wenn ihr das mit dem Handy macht, dann kommen da Luftballons und es geht bam, 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 bam. Ne? Und das Tier, das man zusammengesetzt hat, das wiehert dann auch noch. Ne? Und jemand sagt, das ist ein Pferd. Also es gibt eine große, so ein viel stärkeres Feedback, was eben dann auch stärker auf einen wirkt, sodass das attraktiver ist, eben bestimmte Dinge im Internet zu machen. Plus noch ein paar mehr Beispiele, aber das ist so grob. Das, was sie da halt benennt, was sie im Digitalen als Besonderes eben hervorhebt. Plus diese Vernetzung, ne? Dass sich Leute verlieren. Scheinbar verlieren sich Leute irgendwo im Internet und wissen gar nicht mehr genau, wo sie sind. Ach. Ja, die lösen sich, die verstricken sich im Digitalen. Ah ja. Und wie gesagt, das sind ja nur so ein paar Eigenschaften, die könnte man auch über eine maschinelle Umstellung, ne? Industrialisierung sagen, ne? Was da so Besonderheiten sind. Wichtig ist ja nur, dass man jetzt eben überlegt, muss man da jetzt irgendwie anders vorgehen? Und wie muss man das machen? Braucht man da Gesetze für oder braucht man da eine Ethik speziell für diesen digitalen Bereich, für die Unternehmen, die digitale Produkte herstellen? Und jetzt möchte ich aber noch kurz, wir können da ja noch diskutieren, mal ihre Lösung vorstellen, weil die hat mich wirklich überrascht. Ihre Lösung ist nämlich, sich Werte bewusst machen, sich mit diesen Werten auch theoretisch intensiv auseinandersetzen, also Aristoteles und Platon lesen und sich dann neue Gewohnheiten aneignen, wie zum Beispiel auch mal das Handy weglegen. Also insgesamt mehr Achtsamkeit. Also das ist dann die Lösung. Also da war ich jetzt ein bisschen enttäuscht, Aber weil ist das die Lösung, schlägt sich eine Lösung vor für die Leute, die in der Industrie arbeiten und das herstellen und sich überlegen, wie es funktionieren soll? Oder soll das die Lösung sein ja. für uns alle, die wir dem scheinbar ausgeliefert sind und eigentlich gar keinen Einfluss darauf haben, was Für alle. Silicon Valley über uns ausschüttet? Für alle. Also sowohl Google-Mitarbeiter als auch wir als Nutzer sollen das machen. Jeder. Eigentlich nicht schlecht, ne? Ein bisschen philosophische Texte lesen ist wahrscheinlich
Ist doch toll. Ja, ist schön. Also, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand es ein bisschen, dann so ein bisschen eine komische Lösung, aber auf der anderen Seite halt überhaupt mal wieder diese, also diese Begrifflichkeiten in so einem Betrieb, mehr oder weniger betriebswirtschaftlichen Kontext zu hören, fand ich schon irgendwie interessant. Ne? Also ich meine, Achtsamkeit, das wird ja auch hoch und runter jetzt diskutiert, aber dass man sagt, man muss einfach mal in sich gehen und sich wertebewusst machen, bevor man so ein System technisch konstruiert. Vielleicht ist das gar nicht so albern, wie es sich auf den ersten Blick anhört. Ich glaube, das ist eigentlich was, was man bei jedem Lehrplan eigentlich reinschreiben könnte. Ein bisschen mal über Sachen nachdenken, bevor man sich reinstürzt, blind. Humanistische Bildung hätte man dann hier wieder. Genau, das, ich finde das einen guten Ansatz. Ja, aber nicht davon. Stellt doch auch die Spezifika von digitalen Gesellschaftssegmenten ab oder digitalen Werkzeugen ab. Das geht doch immer. Ja. Also das ist doch eigentlich die Trivialität. Also, ja, super, ist gut. Ist wirklich eine gute Sache. Macht das mal, Leute. Aber das löst doch nicht die spezifische, also es arbeitet doch weder die Spezifika von Digitalisierung, der digitalen Transformation raus, noch löst es die irgendwie. Mhm. Es gibt ja Spezifika. Es gibt ja, also ich habe jetzt mal, ich habe während du die völlig, in meinen Augen völlig untauglichen Punkte, die sie hat, vorgelesen hast, habe ich mal eine Liste notiert, wie ich das sehen würde. Ich würde sagen, das ist spezifisch an den digitalen Gesellschaftsbereichen ist diese Gleichzeitigkeit, die beliebige Kopierbarkeit von Inhalten und das Plattformprinzip. Dass du halt nicht mehr eins zu eins teilst, sondern dass immer alles über eine Plattform geht. Und daran hängen ja Sachen, wie zum Beispiel, dass eine Plattform einmal anfängt zu gewinnen, weil sie gelb ist oder so ein hübsche Luftballons hat, dann gewinnt sie in der Regel immer weiter, weil es viel bequemer ist, die zu nutzen, die alle nutzen. Das sind meines Erachtens die Spezifika, die Digitalisierung mit sich, oder die Digitalisierung hat. Und die deutlich mehr Auswirkungen haben, glaube ich wirklich, als wir uns das vorstellen. Aber darauf geht das doch gar nicht ein, zu sagen, Aristoteles hat aber gesagt, das stimmt ja alles. Aber wie soll das denn lösen, das Problem? Wie löst das denn zum Beispiel, also der bekannteste digitale Coup bis jetzt, soweit wir wissen, ist ja die Wahl von Donald Trump, obwohl eigentlich die Mehrheit den gar nicht wollte oder das zumindest vorher nicht wusste. Wie geht das denn darauf ein? Wie würde denn Ihre digitale Ethik verhindern, dass das passiert? Versteht ihr das mal? Ja, aber so wie ich das bei ihr verstehe, sie schließt ja nicht aus, dass es da auch noch Gesetze gibt oder so, müsste halt derjenige, also müssten ein paar von denjenigen, die da entscheidend dran technisch mitgewirkt haben, hätten in sich gehen müssen und sagen müssen, nee, das können wir nicht machen. Also du meinst, wenn der Philipp Zuckerberg oder wie der heißt, sich vorher mal ein bisschen... Berenguer heißt er. Du bist so gemein. Oh. Also wenn der Philipp Berenguer, bevor er Facebook erfunden hätte, sich mal ein bisschen mit Philosophie auseinandergesetzt hätte und sich überlegt hätte, was sind eigentlich meine Werte? Aber das hat er ja. Gut, bevor er damit 17 so ein riesen Maschinchen programmiert hat, dann wäre jetzt unsere Welt oder unser Teilverhalten ein anderes. Also das hat er ja, das kommt dann nochmal in so einem zweiten Teil, weil angeblich hat er das ja, aber das ist dann ja so die Mark Zuckerberg-Welt, wie er sie sich vorstellt. Die haben ja sogar so 10 Gebote, aber das an anderer Stelle. Ah, das ist natürlich ein Problem, wenn der seine Werte anders definiert als ich, aber korrekt. Der ist halt mächtiger als ich, ne? Ja, Problem. Ja. Aber ich glaube, das wäre ihre Lösung, dass da irgendjemand an irgendeiner Stelle halt so technisch mal hätte sagen müssen, das widerspricht meinen Werten, das kann ich nicht mit meinem Gewissen oder mit meinen Werten vereinbaren. Da kann ich bei Cambridge Analytica oder wer auch immer da noch alles beteiligt war, das kann ich jetzt nicht machen. Aber das gilt doch immer für alle Branchen, die irgendwie eine Wirkungsbreite haben. Wenn ich nicht wirklich alleine zu Hause sitze, nur für mich selbst was bastle. Das gilt doch immer. Das gilt doch auch für die Leute, die Coca-Cola mit unglaublich viel Zucker machen, damit die Kinder süchtig werden. Ja. Oder hier diese kleinen, meinetwegen auch diese kleinen Hundefutterdosen, wo irgendwas drin ist, was die Hunde die total geil finden. Oder meinetwegen auch mit auf ganz anderen Ende der Skala die Leute, die im Berg Belsen die Baracken geplant haben. Ja. Wer hätten diese hier, wie hieß er denn noch, unser ehemaliger, der das meinte, machen zu müssen, weil er bloß Architekt war. Ist doch bloß eine Baracke, was soll's denn? Und das gilt doch immer. Das ist doch nicht spezifisch digital. Ja, vielleicht ist der Unterschied, den sie hier meint, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass nicht spezifisch, also diese Art von Verhalten ist nicht spezifisch digital.
Aber ich glaube, was sie dann hier nochmal als anders empfindet, ist, dass dann noch alle Kunden oder alle Nutzer dann auch noch Hurra schreien. Also wenn mir einer sagt, in der Cola ist total viel Zucker drin, das ist furchtbar ungesund, dann würde man dann ja doch sagen, so, ja stimmt, das ist wirklich blöd, aber das Zeug trotzdem weiter trinken, weil man irgendwie süchtig danach ist. Aber im Digitalen wird das gar nicht unbedingt so aufgefasst. So ja, das wird noch nicht so aufgefasst. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht genauso funktioniert. Wenn man eine junge Mutter sagt, du deinem Kind, also früher hat man gesagt, die kriegen viereckige Augen, aber so, ey, das ist nicht gut, und zwar aus diesen Gründen, und wir können das auch belegen, dann werden viele Mütter denen vielleicht auch lieber das Handy nicht geben, damit sie mal still sind. Also das kann man sich doch vorstellen. Oder zumindest die ganze Zeit, was auch immer wieder funktioniert. Das ist, also ich glaube, die Sarah Fliegermann und ich kommen da nicht auf ein Spielfeld. Ich glaube, wir spielen beide Tennis, aber auf unterschiedlichen Plätzen. Also ich hatte auch den Eindruck, dass das, also ich fand auch, dass es nicht so tief geht. Und also ihr Punkt ist erstmal in erster Linie, es soll nicht nur noch nach Gewinn gestrebt werden, Punkt. So, und dass das in der BWL schon so ein Punkt ist, so, was? Wie? Wir dürfen nicht mehr alles machen, um Gewinn zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so die Kernaussage hier. Ja, aber warum denn nicht? Jetzt wird das auch begründet. Weil das ja nach der Wertethik von Max Scheler nicht die Werte, also dieser Streben nach Gewinn ist ja nicht das, was da priorisiert wird. Ne? Wenn ja, aber die Leute richten ja auch nicht ihr Leben danach aus, ihre Existenz danach aus, Gewinn zu maximieren, sondern die haben eine bestimmte Facette, ihr Büro, ihr berufliches Engagement richten sie darauf aus. Sie sagen, ich möchte Startup-Gründer sein oder ich möchte, was auch immer, wie das heißt, ja, also im Silicon Valley unterwegs sein, das spricht dann dagegen, dass sie gewinnorientiert sind. Mir ist ein Unternehmen wie Facebook, das gewinnorientiert ist, deutlich lieber, als wenn das irgendwelche anderen Ziele verfolgt. Ja, es geht ja auch nicht, ich glaube, es geht hier auch nicht darum, das komplett auszuschließen, sondern halt andere Werte noch mit zu berücksichtigen. Also, wenn ja, zum Beispiel... Nein, dafür sind die nicht zuständig. Ich würde das challengen. Dafür sind die nicht zuständig. Die haben nicht andere... Das würde ich anders sehen. Das würde ich anders sehen. Ah, wieso? Warum sollten die... Warum gehst du davon aus, dass die nur ihren Gewinn maximieren sollen und dass das das Einzige ist? Also, das sehe ich gar nicht so. Du hast doch auch eine Verantwortung für andere Bereiche als Mensch und auch als Unternehmen. Aber ich kann die Skepsis von Oliver total nachvollziehen, weil ich da natürlich direkt an die Kirchen denke. Ne? Die sagen, nein, wir haben nicht Profit als Ziel. Wir haben viel höhere Ziele. Und deswegen haben die eine riesen Agenda. Und damit begründen die, dass man denen ihr Geld geben soll, dass die teilhaben dürfen an der Macht, obwohl sie nicht demokratisch gewählt sind. Denn damit, gerade mit dem Argument, dass sie eben was anderes als Kommerz verfolgen, wenn die Kirchen sagen, ja, wir sind ein Verein und gebt uns unser Geld oder nicht, dann wäre es wenigstens ehrlich. Dann könnte man sagen, ja, das ist es aber nicht. Nein, es ist nicht ehrlich. Weil niemand, es sagt ja nicht jemand nur, ich will nur Gewinn machen und alles andere fällt unter den Tisch. Du berührst ja auch andere Bereiche. Also du bist ja nicht in einem luftleeren Raum, wo du ganz neutral, sachlich nach Gewinn strebst, sondern da gibt es links und rechts eben Kollateralschäden, wie gesagt. Da kann man jetzt sagen, ja, da muss dann halt immer die Gesetzgebung hinterher sein. Aber es gibt ja auch eine gewisse Verantwortung, finde ich, einem Unternehmen, einer Gesellschaft gegenüber. Also muss ich da solche Streets implementieren? Muss das jetzt ein Gesetzgeber vor Gericht verbieten, dass Kinder irgendwie nur um Best Friend zu sein in so einem scheiß Tool den ganzen Tag an dem Tool hängen? Das kann doch nicht sein. Ja, die streben nach Gewinn, aber natürlich machen die auch was mit den Leuten dadurch. Ja, okay, das finde ich schon, das wird da schon berührt. Ja. Und du kannst nicht, das ist nicht luftleer, was die da machen. Also wir kennen uns ja, wir sind ja alle, nehmen wir vielleicht so podcastmäßig, machen nicht wirklich Experten. Aber wir legen ja immer so ein, zwei Messstäbe haben wir ja, die sich immer rausschälen. Und üblicherweise ist das zum Beispiel Transparenz und Entscheidungsautonomie. Solange die gewahrt ist, das heißt, die Leute wissen, was sie tun und die Leute können Nein sagen, sind wir eigentlich mit den meisten Sachen in Ordnung. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und dann müsste man erst mal gucken. Wenn die das Best-Friends-Spiel spielen oder sowas, über Kinder ist es immer noch schwierig, aber vielleicht können wir Kinder raushalten, weil es einfach schwieriger macht, aber bei Erwachsenen bleiben. Wenn ein Erwachsener weiß, dass wie das Best-Friends-Spiel funktioniert und was die da machen und warum die das machen,
besonders schwierig ist es ja nicht. Und auch sagen dann auch, wisst ihr was, ich spiele das lieber nicht mit. Ja, aber da gibt es ja Studien und Untersuchungen drüber, dass es gibt ja diese im Design und in der Technik dieses das gibt es auch in anderen Bereichen, aber da vielleicht noch mal wirkungsvoller, würde ich jetzt unterstellen, das Nudging, dieses Persuasive Design und so weiter, dass du die Leute, da sitzen Psychologen und Spezialisten, die Leute beeinflussen. Und du kannst Leute beeinflussen. Du kannst die Leute so beeinflussen, dass sie sich nicht dagegen wehren können. Und es gibt da Gesetze geben, dass du das eben nicht machen darfst in bestimmten Bereichen. Aber du machst die Leute süchtig. Das ist nachvollziehbar. Oder das kann man sehen in Studien, dass das so ist. Es gibt Interaktionen, die machen süchtig. Es gibt Mechanismen, die machen ja süchtig im Sinne von, das ist schwer für mich, mich dagegen aufzulehnen, weil ich es vielleicht auch gar nicht sehe. Ne? Aber wie geht man denn jetzt daran, dann zum Beispiel Facebook zu kritisieren? Weil offensichtlich, du sagst ja, der hat sich mit Werten auseinandergesetzt und hat die auch für sich und seine Firma definiert. Ab da könnte man doch dann gar nichts mehr kritisieren, weil der hat ja alles gemacht. Der ist zwar auf was anderes gekommen als ich, genau. Aber wie kann nach man, dann ist er nicht. Und ist alles gut, oder nicht? Ja, genau. Das ist, wenn man der Spiekermann da folgt, würde ich sagen, ja, ist das so. Die hat er alles richtig gemacht. Würde ich, also mit der Logik des Buches folgen, würde ich sagen, ja. Okay, das finde ich krass, weil ich hätte schon ein paar Sachen, die ich an Facebook kritisieren könnte. Na klar. Ja, aber wenn das Buch sagt, nee, ich lege Kriterien an und nach denen hat er alles richtig gemacht, finde ich ein bisschen problematisch, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, es wird ein bisschen schwammig nachher. Aber und sie spricht ihm das ja ab. Also natürlich können dann die Leute auch zu ganz anderen Ergebnissen kommen, ne, wenn sie über Werte nachdenken. Aber wie gesagt, es ist irgendwie interessant, weil so das ist jetzt gar nicht wissenschaftlich, sondern nur so vom Gefühl her, wenn ich jetzt so, das hat auch gar nichts mit digital zu tun, wenn ich so Leute treffe in meinem Umfeld, da gibt es so Leute, also mit denen ich arbeite, die haben so keinen Anstand, wisst ihr, was ich meine? Keine Tugend, kein Anstand, die sind so total unangenehm im Umgang und sind so völlig egoistisch. Und so stelle ich mir diese Unternehmen halt auch vor, dass da so ein Anstand fehlt oder so eine Verantwortung, die man übernimmt, dafür auch, was mit den Leuten passiert, weil dass die Systeme völlig neutral sind, das würde ich jetzt mal ausschließen, das sind sie nicht. Klar ist das mit dem Katzenfutter auch nicht oder mit der Cola. Aber es gibt ja nicht nur Cola, es gibt ja auch Unternehmen, die es halt besser machen. So Ecosia ist immer so ein Beispiel. Es muss ja nicht jeder Google benutzen. Ecosia, die verdienen auch Geld, aber die machen noch ein paar andere coole Sachen halt auch. Warum nicht so? Ja, es gibt ja auch so Banken, ne, die sagen, wir investieren nicht in alles, was Geld gibt, sondern versuchen so ein bisschen verantwortungsbewusst zu investieren und so weiter. Ne? Es gibt ja schon Unternehmen, die das ein bisschen abgewandelt versuchen. Ja, ja. Aber das Problem finde ich, wenn jetzt egal zu welchem Schluss man kommt, man sucht sich einfach irgendwelche Werte raus, und dann zieht man sein Unternehmen so auf und dann ist ja nach dieser Frau alles tutti. Das finde ich irgendwie problematisch. Hauptsache, man hat welche. Ja, man muss ja die richtige identifizieren. Aber wie gesagt, aus dem Buch von der Spiekermann wird da bestimmt, werden wir jetzt die Lösung da nicht finden, aber als Anstoß taugt Zeit. Ne? Und es gibt da insgesamt eben eine Fülle von Büchern, die jetzt rauskommen oder eben auch so Bewegungen, Design-Tools und so, die sich damit beschäftigen. Und ich finde es jetzt erstmal interessant, darüber nachzudenken. Ist natürlich auch so eine Form Kapitalismuskritik, ne? Steckt da natürlich auch drin. Du musst da auf jeden Fall dranbleiben. Aber ich glaube auch, dass du auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Mir ist halt auch zu unspezifisch. Es ist total unspezifisch, auf die Eigenheiten der Digitalisierung und die Herausforderungen der digitalen Transformation ein. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch populärwissenschaftlich, wenn überhaupt wissenschaftlich. Ne? Die hat das jetzt nicht geschrieben für die Wissenschaftswelt, sondern wirklich so für Otto-Normalverbraucher und Studenten. Ja, aber auch da hilft es überhaupt nicht weiter. Weil das gilt ja immer. Aristoteles sagt nett zueinander, überlegt mal, was ihr da macht. Erstmal bis 10 zählen, das ist ja alles immer richtig. Das gilt ja auch für die Digitalisierung. Ja, also, das stimmt. Was ist denn das Spezifische daran? Ist ja also, gar nicht, also ich kann mir vorstellen, woher das kommt bei ihr, nämlich weil die lehrt und ein Student, dem du was über Werte erzählst, der schnallt echt ab im Informatikstudium. Da bin ich sehr überzeugt. Und ja, daher kommt das bei ihr. Also wenn ihr die Studis da irgendwie, wenn man mit denen mit Ethik kommt, ne, da denken die erst so, ne? Und dann finde ich das aber total super und inspirierend, aber erstmal ist das halt sowas für die, und teilweise bei den Kollegen halt auch, ne? So,
Also dafür erstmal zu werben, dass man über sowas überhaupt nachdenkt, dafür ist dieses Buch, aber es bleibt am Schluss tatsächlich etwas blutarm und zu unspezifisch und natürlich auf einem geringen Niveau. Allein schon dieses Beispiel mit den Kurierfahrern. Also klar, das ist für Studenten so. Ja, okay, das erklärt natürlich einiges. Das hattest du ja auch am Anfang gesagt, da muss ich fair sein, das habe ich unterwegs vergessen. Ja, aber das ist Anstoß für Studierende, denkt mal darüber nach, wenn ihr euch mit Digitalisierung beschäftigt, was da passiert. Ist das, kenne das von meinen ja genauso, ja, dass man dann im Zweifel auch komisch angeguckt oder auch beschimpft wird, wenn man mit irgendwelchen Sachen, in solchen Sachen um die Ecke kommt. Das macht Sinn. Das macht sehr viel Sinn. Aber wir brauchen trotzdem noch mal ein Buch, das wo da noch mal richtig drin steht. Okay. Für Erwachsene. Ja, alles klar, mache ich. Natürlich, ich finde das schon interessant. Mega interessant, finde ich auch. Aber man merkt halt, dass es relativ schnell irgendwie, ich finde, kompliziert wird. Oder ja, klar. Also. Sonst wäre es ja auch einfach. Oder sagen wir mal, dass es relativ schwierig ist, mehr als Allgemeinplätze zutage zu fördern. Mhm. Ja, du musst halt anders vorgehen. Du musst erstmal ganz bewusst beweisen, was ist das überhaupt, was da passiert. Und dann musst du zeigen, darum brauchen wir eine neue Richtweise auf Ethik oder auf Handlung. Und dann müsstest du noch als dritten Schritt sagen, ich habe mal welche herausgesucht. Mhm. Aber vielleicht muss man auch einfach erstmal intuitiv Werte erfahren. Ja, nein. Deswegen wird nämlich den Atheisten auch die Lieblosigkeit vorgeworfen und die Kühle. Aber wenn man einfach nur intuitiv Werte erfährt, dann kommt auch sowas bei raus wie so fundamentalistisch-evangelikal. Weil die haben ja ganz, ganz starke Emotionen und sind ganz im Recht deshalb. Also aber Emotionen haben ja mit Werten nicht so viel zu tun. Ja, aber deshalb habe ich auch gefragt, ob das vor dem Weltkriegen oder nach dem Weltkriegen war. Weil die Werte, das deutsche Volk, also die Treue zum Volk ist als Wert an sich, ja. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass der dachte so, das ist bestimmt nett, wenn alle mal darüber über intuitiv empfundene Werte oder Ursprungsgedanken oder wie auch immer man das nennen möchte, nachdenken und kommen dann bestimmt auf rationale Ergebnisse. Aber 30 Jahre später haben sich die Leute dann mal gemacht und sind auf Ergebnisse gekommen, man hätte lieber nicht mehr hören möchte. Ja, genau. Und also das ist so, irgendwie, das ist dann ja so in gewisser Weise der Appell an den moralischen, gesunden Menschenverstand. Und jetzt, wenn ich das für Common Sense oder gesunden Menschenverstand höre, gehen mir also die Alarmglocken an in sämtlichen Tonarten gleichzeitig. Ja, danach kommt nämlich das Naturrecht direkt ganz schnell, ne? Ja, oder Juden sind unser Unglück. Es gab auch mal eine Zeit, da wusste das jeder und es war völlig klar, dass das so ist. Ja, genau. Mhm. So, und das möchte ich eigentlich nicht. Man musste Anforderungen, die wir haben durch die Digitalisierung und durch andere Dinge, sind so groß, dass wir die einzige Chance, die wir haben, ist, da rational ranzugehen. Und nicht mit irgendeinem Bauchgefühl, mit irgendwas, was wir offenbar alle teilen oder vielleicht auch nicht. Das ist im Endeffekt willkürlich. Das glaube ich auch, Oliver. Und zwar ja, nee, das ist cool, Martina. Ich fände es cool, wenn du da dranbleiben könntest. Das finde ich interessant. Ja. Und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer an dieser Stelle würden wir euch gerne bitten, uns zu schreiben, Kommentare zu hinterlassen, Kritik, Lob, Anregungen, Hass und Liebe uns zu geben auf manglaubtesnicht.wordpress.com. Wir freuen uns schon drauf. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir tschüss. Tschüss. Tschüss.